Also, ich bin der amtierende Blütenkönig Klaus Büttner von den Freunden des Frohsinns und werde heute meinen Konkurrenten schon zeigen, wie es lang geht, und ich möchte auch Blütenkönig bleiben. Gut, ich bin der Froschkönig, komme aus dem weiten Teltow angereist und bin hier, um den Blütenkönig zu entzaubern. Heute will ich die Krone haben! Ich bin der Heiko aus Verhältnissee. Ich bin die Erdbeere. Klaus, dich mache ich fällig. Ich bin der Mike, komme aus Falkensee und bin nach Werder gekommen und den Blütenkönig die Krone zu entwenden. Also ich bin der Dietmar, komme aus Ferch und habe die Lederhosen an und will sie heute dem Blütenkönig ausziehen. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste von nah und fern, ich begrüße Sie hier in Werder in Mais Fischstübchen. Zum dritten Mal werden wir heute dafür sorgen, dass Klaus einen Nachfolger erhält. Wir suchen heute den Blütenkönig und wir kürzen die ganze Geschichte nämlich etwas anders ab. Ganz herzlich möchte ich liebe Gäste besuchen, die den Weg zu uns hier nach Werder gefunden haben. Und zwar als erstes natürlich ihre Tollität, die Kirschkönigin Maria Kneipoff. Herzlich willkommen bei den Freunden des Frohsinns. Schön, dass du da bist. Wir bitten dich hier zu uns natürlich auf die Bühne. Kommen wir noch zum amtierenden König dazu. Wir wollen mal hier noch ein schönes Bild auf der Bühne haben, ja. Ganz herzlich willkommen auch von Out aus Berlin, die Präsidentin Henriette Paul. Herzlich willkommen. Und die erste Vorsitzende Inge Rabe. Schön, dass ihr da seid. Aus Falkensee. Der Falkenseer Karnevalsclub ist auch mit einer recht großen Abordnung hier und die werden natürlich auch einen Konkurrenten stellen, der sich um das Amt des Blütenkönigs bewirbt. Herzlich willkommen, Präsidentin Heike Krause. Präsident, komm mal ruhig zu uns auf die Bühne. Eine Präsidentin, die aufgerufen wurde. Frau Rabe. Ja, es geht weiter. Wir werden heute unterstützt vom Radfahrverein Borussia Werder. Jeanette Rux, wo bist du? Komm mal zu uns auf die Bühne, bitte. Einer für dich. Komm mal her. Platz machen. Ich begrüße. Ja, Moment. Weiter geht's. So. Mit der Rosengarde Berlin, der Präsident Bernd Wilde. Hallo Bernd, wo bist du? Komm mal zu uns. Vom Teltower Karnevalsclub ist der Hans Mondwurf mit seinem Gefolge da. Ist auch einer der Bewerber, die dem Klaus die Blütenkrone streitig machen wollen. Komm mal zu uns, lieber Hans. Und wir haben auch noch politische Prominenz hier. Ich begrüße auch die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, liebe Annette Gottschalk. Komm doch auch zu uns auf die Bühne. Du bist ja auch Ehrenmitglied bei uns im Verein. Ja. Herzlich willkommen, Gäste, nehmt Platz bei uns unten hier im Garten, denn wir wollen so langsam auch mit dem Wettbewerb starten. Ja, wir merken schon, von Ferch nach Werder ist ein langer Weg. Der zweite Kandidat in unserer Runde wird der Hans sein. Hans kommt aus Teltow, hat sich schon so ein bisschen als König verkleidet. Oh, wollen wir mal sehen, ob das nicht in die Hose geht. Froschkönig. Hallo Hans. Ja, geschmeidig ist er. Schönen Dank, dass du hier mitmachst. Dann ist schon hier oben in unserer Mitte der Klaus. Er will sein Amt bestätigen. Oh, deine Fans, du hast eine starke Fangemeinde da. Ich möchte erstmal meine Fangemeinde recht herzlich begrüßen und habt ihr alle Rattern, Knaller und alles dabei? Ja, das wird hart heute hier für euch, sag ich euch. Gut, also, was war das? Rattern? Rasseln. Rattern und Knaller. Rasseln. Ach, Rassel. Haben sie alle dabei. Dann haben wir den Heiko. Heiko, wo ist der Heiko? Heiko aus Falkensee. Was bist du denn heute? Eine Erdbeere? Heiko hat sich schick gemacht. Also wir sehen schon, die Kandidaten haben sich nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern auch in ein Kostüm hineingezwängt. Kann man nicht, oder doch, naja. So, dann fehlt uns noch der Andreas. Andreas ist verhindert.
Und dafür soll der Mike hier hochkommen. Stimmt's? Wo ist denn der Mike? Oh, da ist der Mike. Der Mike kommt auch aus Falkensee. Können wir mal, Patrick, du stehst da so günstig, können wir mal unsere elektronische Anzeigetafel noch berichtigen, dass der Andreas jetzt Mike heißt. Spitzt, was wird euch hier erwarten? Damit ihr nachher erstmal ein wenig geschmeidig seid, müsst ihr im ersten Spiel Obstweine erraten. Ja? Denn ihr braucht ja auch ein bisschen Dopingmittel für die Sportlichkeiten, die euch abverlangt werden. Also wer schon mal beim letzten Mal dabei war, ich weiß es noch, der Heiko hat hier schon mal sich in den Dienst gestellt und der Klaus ja sowieso, sind vielleicht ein wenig bevorteilt, man weiß es nicht, wir werden es ja sehen. Also als erstes das Obstweinraten und Sponsor dieses Geschäftes, dieses Spieles ist hier das Fischstübchen Mai mit den selbstgemachten Obstweinen. Wer gerne davon nachher noch was kosten will, immer bestellen. Zweites Spiel, da kommt es auf euer Gehör an, die Hitparade, haben wir dieses Spiel genannt. Es werden also euch Musiktitel vorgespielt, aber nicht gesungen. Man muss nur von der Melodie herausfinden, um welches Lied es sich handelt. 5 Melodien werden es sein. Kleiner Tipp, wenn ihr uns schon mal bei euch im Programm hattet, was ihr schon hattet, kennt ihr das eine oder andere Lied schon, das sind alles Lieder, die wir singen. Jetzt sind sie natürlich voll auf der Spur. Alle fünf. Der Christian wird nachher die Dinger auflegen. Und dann haben wir ja vorhin schon vorgestellt, die Jeanette Rux vom Radsportverein Borussia aus Werder. Sie hat hier heute Einräder mitgebracht. Etwas, was ihr ja zu Hause auch, nehme ich an, in der Wohnung immer ständig durchführt, wenn er mal ein Bier braucht, also mit dem Einrad schnell hin zum Kühlschrank gesaust und wieder zurück zum Fernseher, in dem Fußball läuft. Ich nehme an, das kommt euch sehr entgegen, dieses Spiel. Wir werden also nachher mit einem Einrad auf Zeit eine Strecke zurücklegen und vielleicht, wenn ihr noch Einlagen bringen wollt, kunstfahrerische Einlagen gerne gestattet. Dann wird sportlich, lieber Froschkönig. Dann kannst du endlich auf der Hopseburg. Kommt hier entgegen, Quack. Stimmt's? Ja, das Parcours, da muss man auch wieder treffsicher sein und schnell sein und durchhalten können, Puste besitzen. Aber es gibt auch eine Erfrischung unterwegs, also lasst euch überraschen. Ja, und dann haben wir Feeling. Das nächste Spiel heißt Feeling, das fünfte Spiel. Dort müssen also dann aus einem Sack herausgefunden werden, was sich darin befindet. Wir waren in Zooläden und haben uns da entsprechendes geholt, was wir in diese Säcke gesteckt haben. Also was kriegt man in Zooläden? So Taranteln, Skorpione, Schlangen, wissen wir ja. Nager aller Art. Ja, also schön streicheln, wir sind ja alle tierlieb. Und dann nachher euren Mithelfern ansagen, um welches Tierchen es sich handelt oder was ihr da drin vermutet. Ja, dann haben also alle Kandidaten in diesen 5 Spielen Punkte gesammelt. 5 Punkte pro Spiel gibt es maximal. Bei 5 Spielen kann man also 25 Punkte erreichen und das Ganze wird dann mit 10 cm multipliziert, kann also maximal 2,50 Meter ausmachen und diese Strecke wird von 11 Metern subtrahiert, die dann nachher mit dem Schiffchen zurückgelegt werden muss. Also ihr müsst das Schiffchen an euch heranwickeln oder je nachdem, welche Platzierung ihr hattet, vielleicht auch nur eine Ente oder ein Schwimmring. Und wer als erster dann sein Schiffchen an Land geholt hat, der ist der neue Blütenkönig! Jetzt entlassen wir erstmal die 4 Gegenkandidaten. Der Klausi bleibt noch einen Augenblick auf der Bühne. Nun steht er hier noch vor euch, der Blütenkönig mit seinen Insignien der Macht. Die müssen wir ihm natürlich noch abnehmen, denn er muss ja jetzt erstmal um das Amt kämpfen. So, Klaus, die Kleiderstunde ist gekommen. Ihr könnt natürlich alle rufen, ausziehen, ausziehen. Lauter! Super, die Kleinen haben es begriffen, die Großen hier vorne, die überlegen noch. Sogar die Weste gehört dazu. Ja. Soll er weitermachen? Da müsst ihr lauter rufen.
Ausziehen geht das. Ausziehen, ausziehen. Weiter? Soll er sich weiter ausziehen? Der Klaus für euch. Seine Frau sagt bloß nicht. Ja. Doch, ja. Ja, die Insignien der Macht werden ihm hier nochmal vor Augen gehalten. Also er muss sich schon ganz schön anstrengen, dass er auch wirklich, wenn er wieder Blütenkönig werden will, den Wettbewerb gewinnt. Früher war ich bei den Chippendales. Ja, Klaus, dreh dich doch mal um. Sein Motto heute. Und lieber Klaus, jetzt bist du erstmal wieder ein Mensch wie jeder andere. Wir schicken dich mit deinem Ausmarsch, so wie er dir gebührt, nach unten auf den Platz. Es ist denn nicht nur Weine, es ist auch was man aus Früchten machen kann. Was man aus einem Mus? Nein, etwas hochprozentiger. Ein hochprozentiger Obstler. Richtig. Aha, gut. Und wie viel Stück Proben sind es überhaupt pro Mann? 5 Proben pro Person. Mein Lieber, mein. So, also jetzt die Kandidaten hier bitte auf die Bühne. Aus die Kandidaten, naja. Ganz passabel noch. Da hat jemand geschmichelt, aber vielleicht auch einen sensiblen Gaumen. Und schon nach einem kleinen Fingerhut tropfen voll erkannt, um was es sich handeln könnte. So, liebe Kandidaten, jetzt den zweiten. Auflösung kommt nachher. Ganz am Schluss. Ah. Und wie sagt euren Schreiber dann ins Ohr flüstern? Flüstern jetzt schon. Ah. Ist der lecker, oder? Ja, denn. So ist wohl, das schon, ne? Der Obstler? Uiuiui, da bleibt uns aber die Luft weg. Mein Lieber, mein Mann. Aber ausdrücken, ja? Das schmeckt wieder an Zähneputzen, oder? Aber ausdrücken. Das ist ein Obst. Ja, gilt nur als Punkt nachher und richtig, wenn auch das Becherchen leer getrunken wurde. Junge, 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 Junge. Einfach Gold, kein Alkohol. Ich versuch's aber auch mit allen Tricks hier. So, jetzt hast du die goldene Kehle vom Quark. So, jetzt kommt also der dritte Versuch. Komm, Froschkönig. Froschkönig. Der alten Jodler. Ich fahre heute nicht, ne? Noch amtierende Blütenkönig. Ach, ist er ja nicht mehr. Hat er ja das abgegeben gerade? Naja. Und die FKK-Freunde. Die Nase bringt's noch nicht. Der Gaumen muss auch dazu herhalten. Jetzt auf Ex und dann weiß es der Heiko. Oder auch nicht. Heiko, wann die Erdbeere? Ja. Dem Kostüm zu Ehren. Als dritter Trank. Eine Erdbeere meint er. Okay. Himbeere kommt ihm auch immer sehr nah. Ja. Vielleicht auch eine Brombeere, also man weiß es nicht. Jungs, jetzt werdet ihr schon ein bisschen farbiger, sehe ich. Ja. Ganz toll. Und könnt ihr noch Fischers Fritze, Fische, Fische, Fische aussprechen? Ja. Heiko besteht den Test zum Antreten der ersten Klasse nicht mehr. Ja, der Herr, Klaus. Auf Klaus. Ja, denn, auf Ex. Die Feuerstangen wohl. Ja. Muss auch noch hinunter schwammern. Jetzt wird's genüsslich. Geht schon immer leichter hier. Bergab. Tobias schweigt wie ein Grab, freut sich, wie die Kandidaten hier von Mal zu Mal seine Weine besser erkennen. Und wir kommen zum letzten Schluck. Dann ist schon Spiel 1 vorüber. Schade. Ich kenne überhaupt nicht. Ja. Will ich jetzt nicht gern. Schreibst du denn noch mal die Schale, ja? Ja. Nee, jetzt gleich. Ich kenne auch da die Auflösung gleich. Ja, ja. Geht ja schon wieder los, ja. Warum ist denn der bloß halb? Falsch.
Ich hab was Falsches gesagt. Hopp, hopp, rennen, kropp. Oh, das war's aber, das ist kein Wein. Tote Enten sollte nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus. Doch der Chinese macht was draus. Denn tote Enten sollte nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus. Doch der Chinese macht was draus. Der Chinamann aus Nippes ist der Beste. Wenn wir bei dem bestellen, bleiben keine Reste. Ob gebratene Nudeln oder auch Pizza mit Spinat und Knoblauch. Meine Frau, die isst gern Hühnerfleisch mit Reis. Der Kleine kriegt ne Pizza und ein Eis. Schleck, schleck. Der Große sagt, das Beste auf der Welt ist Ente, süß, sauer und bestellt. Denn tote Enten sollte nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus. Doch der Chinese macht was draus. Denn tote Enten sollte nicht verwesen. Tote Enten bringt man besser zum Chinesen. Tote Enten sehen traurig aus. Doch der Chinese macht was draus. Heißt sautot. Die Hitparade im Wettbewerb DFDFS. DB, natürlich heißt das, die Freunde des Frohsinns suchen den Blütenkönig. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, lassen Sie mich kurz etwas zum Wettbewerb sagen. Die Wettbewerber, den Wettbewerbern werden 5 Titel vorgespielt, kurze Titel. Diese Titel sollen sie erraten. Und wenn die Titel richtig erraten wurden, dann gibt es dazu Punkte. Und jetzt spielen wir die Mucke nochmal ab und rauf mit den Bewerbern hier auf die Bühne. Meine Damen und Herren, jetzt kommt er hier mit unserer Startnummer 1. Der erste Ratetitel. Hier ist sie, unsere Startnummer 2. Gehört und doch wieder auf dieser Showbühne. Oh. 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 Wir kommen zu unserer Startnummer 4 und ab geht's. La 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 la
Jetzt müssen wir natürlich von der Strecke kommentieren können und brauchen dazu das Funkmikrofon. Denn auf der Strecke, die Strecke befindet sich hier vorne auf dem Gehweg. Komm, Baby, in meinen Arm. Auf und los. Wenn du jetzt erstmal muss ich ein paar Meter rückwärts, dass er noch zählt. Ja, ich. Hast du mal dran gewöhnt, wie ein Simulator? Lieber! Yeah! Ich halte die Plotze! Klaus, so wirst du den nächsten Mal haben. Was heißt das jetzt? Sau lebt? Sau immer noch nicht tot. Sau immer noch nicht tot. Also Sau lebt. Hab ich doch recht. Meine Güte. So, wir haben jetzt ein weiteres sportliches Spiel zu absolvieren. Was? Ja, hier führt das Startkommando. Ohne Schlepze, fertig, los. Dann werdet ihr drei dieser Steine zunächst mal hier in diese Wand einfädeln. Hast du gesagt, wenn ihr gut seid? Dann hält euch ein wenig auf. Ja, los, Männer können nur eins jetzt zuhören. Dann als nächstes ergreift ihr die Seile an diesen Klöpsen. Die Klöpse sind eure Stelzen. Zieht, ein kleiner Tipp von mir, die Seile schön straff nach oben. Umso besser könnt ihr damit laufen. Ihr legt die nächste Strecke also auf Stelzen zurück, bis zu dieser roten Schnur, die quer über eurem Weg liegt. Dort liegt links ein Tennisschläger und Federbälle. Und ihr versucht, einen Ball wenigstens in diesen Ring zu schießen mit dem Tennisschläger. Siehst du einen Ring? Nee. Ja, den blauen ist der unten auf dem Rasen. Welchen soll ich denn davon nehmen? Darf ich dir nochmal den Mikroskop reichen? Ich sehe zwei Ringe. Zwei? Also dann war vorhin bei den Obstbeinen noch schon was dabei, was dich ein bisschen in Stimmung bringt. Ihr macht dann eine Wende. Nein. Ihr nehmt dann eure Schuhe in die Hand und schmeißt sie auf den Teppich, denn auf die Hopseburg dürft ihr nur mit Socken. Greift euch den Löffel, auf dem eine Holzkugel Gott sei Dank liegt und kein Ei ist da. Auf dem Löffel hier vorne, auf der Kaulandmatte. Rennt mit dem Löffel in der Hand zur hinteren Wand, schlagt dort an, legt den Löffel mit der Kugel wieder vorne ab, hinten an der Wand an, zieht eure Schuhe wieder an und kommt Herr Schuh nach vorne. Der ran, doch schon ganz gut. Der in der Mitte. Macht einen kleinen Schwenk nach rechts und nehmt euch dann die bereitliegenden Ringe und versucht wenigstens einen Ring auf die senkrecht stehenden Stäbe zu werfen. Von diesem beiden Drehen aus, da vorne, wo die Ringe dann liegen werden. Der Patrick legt mal gleich die Ringe da vorne hin. Dann werdet ihr weiterlaufen bis zum Fußball und müsst jetzt wenigstens einen Treffer, egal ob oben oder unten, erzielen. Und dürft erst dann weiter.
macht einen kleinen Schwenk links herum. Ihr seht dort eine Erfrischung, die auf euch lauert. Nachdem ihr das Bierglas vollständig ausgeleert habt, du warst vorhin schon einer, der dein Becherchen nicht vollständig ausleeren wollte, diesmal gehört zum Wettbewerb, musst du also auch das Bierglas vollständig aus. Du die Station Stefan, fährst du schon mal drauf nach Hause? Los! Und wenn du auch schnellsten, nimm die schnellsten, die Stühle in die Hand, dann stell deinen Fuß rein und zieh nach scharf nach oben. Ja, Wo muss ich jetzt hin? Hier zu deinen Schuhen. Ja, dann lobe ich lieber barfuß. Ja, dann lobe barfuß. Jetzt muss er mit den Schuhen. Ja, gut, nimm alles mit. Wir wollen einen Ring nehmen, den Ring auf einen dieser Stäbe werfen. Einer muss treffen, nur einer. Dann darfst du weiter. Jetzt darfst du weiter. Du darfst weiter. Schuhe mitnehmen. Die gehören auch zum Wettkämpfer. Ohne Fußballschuhe nicht Maria. Also noch einmal. Ich hab doch noch nie Fußball gespielt. Ach, das war nochmal ein Fehlversuch. Das ist doch ein Ziel, was er überhaupt hat. Das war ein Treffer, ja. Sehr schön. Und jetzt das Bier ausleeren. Und mit dem Bier gestärkt, dann auf Höhe des Bierglases die Nachfeiern ein. Und damit den Luftballon. Mach du noch mehr! Mach ich fertig hier! Oh, die Augen kommen jetzt raus. Und jetzt nur noch das letzte. Mit dem Heil. So, von dort aus. Gleich mal gut. Geh noch drei Schritte ran. Da bist du auch mal gut. Hättig, bleib bloß dahinter. Gib ihm noch was gut. Geht mal da aus der Schüssel hier. Oh, was ist denn gerade? Was? Was denn? Gewackelt, hat er? Dann ist er nicht umgefallen. Anfeuern muss man immer. Hier, kommt hier noch. Die Schuhe nicht vergessen. Das muss schon sein. Und dann gehen wir zum Ringspiel. Beim Ringspiel müssen wir den Ring aufreißen. Ja, Klappe! Treffer reicht schon aus. Ein Treffer reicht schon aus, dann kannst du weiter. Und das Tor gemacht. Oh, noch einmal.
dicht daneben. Ist auch vorbei. Aber jetzt. Noch ein wenig nach mehr nach rechts. Jawohl. Jawohl, das ist der Treffer. Und weiter. Ein Bierchen zwischen. Das ist die Belohnung. Ole. Und schau mich mal an, mit welcher Post. Da ist er noch. Und jetzt ein Wurf und ein Treffer. Zack! Oh! Naja, wir üben ja noch. Nächster Wurf, Treffer. Immer noch nicht. Etwas höher. Justier nochmal deine Teile. Ja! Jetzt vielleicht noch mit mehr Schmackes. Zeig mal, dass du ein Junge bist. Vielleicht dann doch als Werderscher Junge. Jawohl! Auf einen Stab werfen, wenn wir einmal getroffen haben. Oh ja, das war der Ball. Kannst du also jetzt schon mal versuchen, den Ball ins Tor zu schießen? Das hat man nicht ganz geklappt. Oh, das war knapp unten durch. Ja. Wieder auf den Ring legen. Und jetzt aber, jetzt klappt's. Jawohl! Nee, doch noch nicht. Ich hätte vielleicht die Biernummer hier vorne einbauen sollen, hätte aber mehr Zielwasser. Ja, das war ein Treffer. Und wie toll. Und jetzt hier, das lassen wir zur Belohnung. Oh, mein Gott! Jetzt die Nase und Stecker. Und dann wollen wir die Nase vom Indianer treffen. Und ich stelle das Ufer vorbei. Ja. Jetzt aber. Er steckt schon mal. Das ist gut. Also ist er spitz. Also könnte er ja den Ballon treffen und kaputt machen. Hat er immer noch nicht. Vielleicht dann jetzt dicht daneben. Aber der nächste Wurf, der bringt es. Mit dem Gegner, die Kamera zu nehmen. Jetzt aber. Und dann gehen wir vor ihm. Vom Ziel zurück. Vom Ziel zurück. Auf die Plätze. Fertig. Los. Drei Steine erstmal hier in der Höhe. Jetzt die Schäfchen zu schnappen und drei Sterne. Hat ja ein Handy. Halt fest. Und jetzt müssen wir Jetzt das Gläschen leeren. Jawohl, jetzt kommt ihr die wohlverdiente Erquickung. Und jetzt aber! Beide mit beiden sah für sich. Ein und anderthalb Minuten sind jetzt um. Da hätte ich gut viel sein. Und jetzt den Darfell. Und jetzt die violette Nase. Ein Wurf, ein Treffer, hervor. Und zurück zum Ziel. Und dann kommt die Zeitgabe. Und wir haben eine Endzeit. Mike! Er hat sogar noch einen Bonusstern. Und schau doch mal, wie schnell der auf dem Schnellsten war, der Mike. Jetzt kommt die Belohnung. Das Bier. Darauf hat er sich die ganze Strecke über gefreut. Oh, und der Ulf. Ja, gar nicht. Er mag kein Bier. Guck doch mal. Hat er einen. Oh, nein. Hier, der Heil. Und jetzt geht Indianer die Nase. Zack. Da, wo? Noch nicht gleich getroffen.
Gott! Ja, das geht nicht! Mensch! 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 Mein gibt dir Mühe, Junge! Du hast so eine schicke Frisur! Jetzt auch! Ah. Mann, ey! Vielleicht mal mit links? Nee, mach lieber nicht! Jetzt wird's so lecker nicht! Ja, nicht, das war doch schon was! Oh. Aber er muss kaputt gehen! Er muss kaputt gehen! Er muss kaputt gehen! Der Breit ab! Der Breit! Der Schrank ist breit! Jetzt! Und dann zurück zum Ziel! Und zum Ziel! So, Bernd. So, dann bitte ich den Peter mal zur Bühne zu kommen. Der Peter ist nämlich derjenige, der das nächste Spiel vorbereitet hat. Jetzt geht es hier, worum eigentlich, Peter? Muss man noch gut hören können oder besser sehen oder fühlen oder sportlich sein? Jetzt ist der Tastsinn hier, Frau. Also fühlen. Die Kandidaten haben die Augen verbunden. Die anderen, dass sie nicht mitkriegen, um was es geht, ebenfalls die Augen verbunden und zusätzlich noch Kopfhörer drauf, ist richtig? Falsch. Naja, und ich habe hier diese schönen bunten Tütchen und hier sind Gegenstände drin, die erfüllt werden müssen. Nach dem sportlichen Spiel, wer weiß, ob da noch genügend Gefühl in den Fingern ist, wir werden es gleich erleben. Ich bitte dann so langsam auch die Kandidaten dann zur Bühne zu kommen. Ich bitte dann ganz schnell mal die Kandidaten zur Bühne. Lieber Heiko, lieber Klaus, lieber Hans, lieber Mike, lieber, wen habe ich vergessen, Dietmar. Alle mal bitte zur Bühne. Ist schon toll hier bewiesen heute. Wir spielen, jetzt kommt das fünfte. Wir erinnern uns, alle fünf Spiele zusammen ergeben eine Punktsumme. Diese Punktsumme wird dann mit 10 cm multipliziert und ergibt dann die Differenzsumme für 11 Meter für das Abschlussspiel. Gut. Dann, lieber Peter, kommen wir zur der ersten Tüte. Kandidat 1 ist der Dietmar. Wenn der Dietmar jetzt noch sich ein bisschen unterhalten will, kann er das gerne tun. Aber wir beginnen jetzt schon mal gleich mit dem Wettbewerb. Wissen wir auch nicht. Wir dürfen bloß nicht in deine Tüte reingucken. Kann man dir rauchen? So, also der Dietmar wird anfangen und versuchen zu erfühlen, was in dieser Tüte ist. Dietmar, haltet die Tüte nicht zu weit dem Hans gegenüber. Der lutscht nämlich jetzt schon rein. Wir wissen, Hans bescheißt gerne. Meine Damen und Herren, was soll ich da sagen? Und das stimmt. Deshalb müssen wir Hans besonders behandeln. Er kriegt jetzt eine Sichtblende in Form seiner Krone. Eigentlich ohne Brille ist ja Hans blind. Deshalb können wir ihm auch die Brille wegnehmen. So, also, der Dietmar hat das erste Teil ertastet und schon mitgeteilt, um was es sich handeln könnte. Jetzt passt der Hans mal dort hinein. Wir sind alle noch gespannt, ob es nun ein Skorpion ist oder eine Schlange oder irgend so ein Käfer. Hauptsache essbar. Ja. Sagt der Heiko. Ja, die Erdbeere, die muss ja von irgendwas leben. So, du sollst sie nicht tot machen, Hans. Nur ergreifen und mal kurz fühlen, was es sein könnte. Ja,
also nochmal zur Erinnerung, worum es hier eigentlich geht, denn wir suchen ja den Blütenkönig. TFSTB. Die Freunde des Rosens suchen den Blütenkönig. Unsere fünf Kandidaten stehen bereit. Ja, ich muss wirklich sagen, das waren harte Konkurrenten, bloß der Froschkönig, der war heute kaum zu schlagen, ja. Aber die Sachauswertung ist natürlich, wir haben natürlich noch kein Endergebnis, und die Punktzahlen zusammenrechnen. Und das wird noch ganz schön eng werden, ja, das glaube ich auch. Ja, ja, wir haben so harte Gegner hier, ja. Hallo, ihr drei. Wollen wir mal messen? Ja, hallo. Jetzt müssen wir alle Kandidaten, alle Kandidaten mal hier, das muss sein. Wir müssen den neuen Blütenkönig ehren. Und wir kommen zur Siegerehrung. Ich darf den Präsidenten des kleinsten Vereines unserer Stadt hier mal nach vorne bitten, unseren Präsidenten Chrissy. Und ich bitte alle Kandidaten, alle Mitspieler, den Heiko, den Mike, den Klaus, den Hans und den Dietmar hier auf die Bühne. Ja, liebe Gäste, wir kommen jetzt zur Siegerehrung unserer heutigen zum dritten Mal stattgefundenen Veranstaltung DFDF-SDB. Die Freunde des Frohsinns suchen den Blütenkönig, und Sie sehen, aufgrund des Durcheinanders hier auf der Bühne, ist alles in Ordnung bei uns. Und wir kommen zur Siegerehrung der Platzierten. Wir freuen uns, lieber Mike, lieber Heiko, lieber Hans, lieber Dietmar, dass ihr an unserem dritten Wettbewerb um das Suchen des Blütenkönigs teilgenommen habt. Es hat zum zweiten Platz gereicht. Immerhin ein Beifall für euch vier. Super. Und die Freunde des Frohsinns bedanken sich bei euch mit einem ansprechenden Pokal. Und mit einem edlen Tropfen der Haus- und Hofkellerei, die den Obstwein hier immer zurecht kann. Wir hoffen,
Er möge euch finden. Und ihr kommt wieder zu Kräften. Hallo! Den roten Tisch an. Geht zum Roten! Es gab spannende Spiele, wir hatten ein tolles Finale mit Zielfoto und gewonnen hat dann doch nur einer. Einer kann ja nur der neue Blütenkönig werden. Und da ist er auch schon, der tritt hier nach vorne in die Mitte. Und Applaus! Applaus, herzlichen Glückwunsch! Klaus wird jetzt also die dritte Krone frei holen auf seinem T-Shirt und hier die entzünden. Juhu! 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 Und dazu die Schärpe. Dazu die Mütze. Die Königsmütze. Das Zepter. Jetzt gibt's gleich. Und nun wird der Mantel übergeworfen. Oh, oh. So, jetzt schau dir mal. Jetzt da muss der Kunde. Ist der Ton da drauf? Ja. Test. Der Ton ist drauf. Lieber Klaus, wir als Teltow Karnevals Club, ich jetzt meine Funktion als Außenminister, nicht mehr als Froschkönig. Ich habe mich mal schnell umgezogen. Aber den Spaß habe ich gerne mitgemacht und du hast mich sehr freundlich eingeladen. Ja. Ich gratuliere dir auch vom Theater Karnevals Club aus hier für dein Bemühen, wieder hier Blutkönig zu sein. Ja. Du hast alles in die Waagschale geworfen. Die Kandidaten waren hart und fair. Ja. Und bis und auf fair. Den Froschkönig, den mögen wir gar nicht mehr. Ne? Ja, der hat immer geschummelt und sowas alles. Aber lieber Klaus, Dankeschön für die Einladung. Lieber Hans, ohne dich wäre es heute gar nicht so lustig gewesen, ja? So einen Froschkönig kann man immer wieder einladen, oder? Ja! Seid ihr auch der Weile. Hans, nochmal vielen Dank, du hast uns nach Köln gelockt, du hast uns überhin gelockt. An dir auch nochmal herzlichen Dank, die Teltower sind auch immer beim Umzug mit bei. Ja, und wir müssen nochmal an die Teltower recht, recht schönen Dank sagen. Das war Hans, der Außenminister. I've had myself and kicked in my face. Halt! Ja, mein lieber Klaus, mein Versprechen war, zum Glück zum zweiten Mal, ich mach dich fertig. Jawohl. Gut, ich habe ein paar Tricks angewendet, aufgrund der Kenntnisse von vorher. Jawohl. Ich habe die Strippe langsamer gedreht zum Schluss. Nur deshalb, nein. Hallo, mach doch nicht so ein Ränzel drum. Hallo, meine Stimme sagt, doch kein Ränzel machen. Schatzelein, danke, danke, danke. Schön für die Einladung, super klasse. Und nun von meiner Präsidentin Heike. Kleines Oblosi, hast du nicht gesehen? Danke, danke, danke.